Im Jahr 1835 fährt in Deutschland die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth, gezogen von einer Dampflok. Der Beginn einer rasanten Entwicklung, die schließlich zum Motor der industriellen Entwicklung wird. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts fahren dann die letzten Dampfloks planmäßig in Deutschland, abgelöst vom Diesel- und E-Lokbetrieb. Bis heute üben die schwarzen Riesen eine Faszination aus, die nicht nur Eisenbahnfreunde in ihren Bann zieht. Zehntausende Loks dampften einst über die Gleise. Heute ist es eine überschaubare Anzahl großer und kleiner Maschinen, die noch selbst fahren können. Bei Sonderfahrten oder auf Museumsbahnen zeigen die rüstigen alten Damen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Doch wie werden heute die letzten Exemplare am Leben erhalten? Eine kleine Stadt in Westthüringen steht mit der Dampflok in enger Verbindung. In Meiningen befindet sich heute das letzte große Ausbesserungswerk für Dampflokomotiven in Deutschland. Dort haben wir uns mit Udo Steinwasser getroffen. Er führt uns durch die ehrwürdigen Hallen. Die große Richthalle mit ihren vielen Ständen. Die Öxle-Lok 99633 hängt am Kran. Wir sind jetzt hier im Herzstück des Dampflokwerks Meiningen, in der großen Richthalle. Was sehen wir denn jetzt hier? Ja, von Stand 26 angefangen haben wir die Lok 6. Das ist ein kleiner B-Kuppler. Daneben haben wir die 99 7245. Und noch mal einen Stand weiter auf Stand 24 die 86 744. In den Wintermonaten ist hier deutlich mehr los. Zunächst wird zerlegt und die Teile in Einzelwerkstätten bearbeitet. Nicht jede Lokomotive erhält eine Hauptuntersuchung. Es gibt auch nur Fahrwerksfristungen oder nur Kesselrevisionen. Dafür werden hier die Heiz- und Dampfrohre gezogen. Für eine Hauptuntersuchung muss vollständig zerlegt werden. Dazu gehört auch die Demontage des Kessels. Das größte und schwerste Teil, hier ist es der Kessel von 99 5906, wird umgesetzt. Auch die Harzer Schmalspurbahnen geben ihre Maschinen für große Untersuchungen ins Dampflokwerk Meiningen. Doch wo kommt der Kessel hin? Wo sind wir jetzt hier? Ja, wo sind wir hier? In der, oder besser gesagt, in einem der ältesten Teile vom alten RAW Meiningen, in der Kesselschmiede. Hier werden also die größten Ersatzteile einer Dampflok wieder repariert. Es wird geschweißt, gebohrt und geschliffen oder mal eben der Kessel gedreht. Gedreht wird, um nicht über Kopf schweißen zu müssen. Besonderes Augenmerk erfährt der Kesselstahl. Gesucht wird nach verdeckten Alterungserscheinungen und anderen Ermüdungen. Große Ausbesserungen gibt es oft in der Feuerbüchse.
Mitunter dauert es Wochen, bis ein Kessel fertig ist. Manchmal sind die Kessel auch nicht mehr zu retten. Aber auch das ist für die Meininger Lokschlosser kein nennenswertes Problem. Viele Museumslokomotiven fahren heute mit Nachbaukesseln. Kessel aller möglichen Baureihen können in der Kesselschmiede instand gesetzt werden. Hier ist eine neue Rohrwand einer kleinen Lok in Arbeit. Was ist das für ein Kessel? Das ist ein Reko-Kessel, mal konzipiert als Schweißkonstruktion Ende der 50er Jahre für die Lokbaureihe 50 und ist dann weiterverwendet worden für die Reko 52, in dem Fall hier für die Lok 52, 81, 41. 52, 81, 41 ist bereits seit 1998 kalt abgestellt. Nun wird sie bald wieder unter Dampf stehen, wie bei diesem Dresdner Dampflokfest. Das ist ein Kessel der Schmalspurlok 99783. Die Maschine ist auf Rügen im Einsatz und erhält jetzt auch eine Hauptuntersuchung. Das ist ein Babelsberger Kessel. Schon lange sind die typischen Sachsenloks auf Rügen unterwegs. Was haben wir denn jetzt hier für einen Kessel? Der ist ja mini, deutlich kleiner. Ja, ein ganz kleines Teil, noch in Nietkonstruktion. Das ist der alte Kessel von der Lok 1813 von der Chiemseebahn. Stammt aus einer kleinen Kasten- oder Straßenbahnlok und bedient eigentlich in Prien am Chiemsee eine kleine Strecke von knapp 2 Kilometern. Der Kessel hat jetzt seine Lebensgrenze erreicht. Das Material ist verworfen worden und dieser Kessel wird jetzt nachgebaut. Der Kessel hat ja die Feuerluke nicht hinten, sondern an der Seite. Ja, ist eine Besonderheit, sieht man hier sehr schön. Durch die beengten Platzverhältnisse auf dem Führerstand, sodass eigentlich der Heizer nur auf der linken Seite steht und der Lokführer rechts, gibt es nur die Möglichkeit, die Feuerbuchse seitlich zu beschicken. Und der neue Kessel wird das natürlich genauso bekommen.